Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 18 Trainerkarriere. Heute haben wir zwei Bundesligaspiele, einmal gegen Bremen und dann gegen Hannover. Insgesamt haben wir nur 8 Bundesligaspiele noch, dann natürlich Champions League und Pokal noch ein bisschen was zwischendurch. Und wir wurden hier, ihr seht es gerade hier, für das Abschiedsspiel nominiert quasi. Also Bayern München hat die Ehre, einer der wenigen Weltklasse-Gegner zu sein, die für das anstehende Abschiedsspiel nominiert wurden. Wir können uns auf ein echtes Spektakel freuen, also wir dürfen anscheinend die Mannschaft sein, die gegen die Abschiedsmannschaft spielt, sowas in die Richtung. Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Ich bin gespannt, wie das wird. Jetzt starten wir aber direkt rein gegen Bremen hier. Wir gucken mal in die Strategie, ob wir da was ändern, aber ich denke schon so ein paar Sachen. Warum blinken jetzt ein paar? Hä? Also das müsst ihr mir erklären, warum blinken die WTF? Ich will nicht, dass sie blinken. Geh mal weg. Bremen gegen München. Wir spielen auswärts. Und ja, ich bin gespannt, weil Bremen ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also Platz 9 waren die, glaube ich, ungefähr. Also könnt ihr auf jeden Fall in der letzten Folge euch anschauen. Wer die letzte Folge bzw. die alten Folgen nicht gesehen hat, ich verlinke einfach mal die ganze Playlist hier rechts um am i. Und dann könnt ihr euch einfach mal alles anschauen. Und ja, wäre mega nice. Jetzt starten wir direkt rein. Let's go. Jetzt die Chance für Lewandowski, der Lupfer, der daneben geht. Was? Oh mein Gott. Ist gerade nicht passiert, Leute, oder? So ein schöner Pass. So ein guter Lupfer eigentlich. Schön über den Torwart. Der konnte nichts mehr machen. Und dann geht er einfach am Tor vorbei. Bernhard. Bernhard, auf den Außen. Bernhard, auf den Außen. Nochmal in die Mitte auf Lewandowski. Komm, Müller. Oh Gott, was ist das denn hier schon wieder? Also irgendwie haben wir Pech. Auch in der letzten Folge ja schon irgendwie. Also es ist komisch. Ganz, ganz komisch ist das. Ja, komm, 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 Ribéry. Mach ihn doch irgendwie. Oh Gott. Wie er einfach nicht geschossen hat. Ich hatte richtig Panik. Oh, bisher nicht so viele Chancen wie im letzten Spiel. Dafür sind die Chancen echt besser. Also die, vor allem die mit dem Lewandowski, diesen Lupfer. Also da gab es schon noch ein, zwei Chancen, die halt einfach, ja, das ist eine hundertprozentige fast immer. Ja, richtig traurig manchmal. Endlich haben wir ein Tor. 28. Spielminute, das war auch wieder richtig knapp. Auch kein schönes Tor, aber Tor ist Tor. Oh, endlich. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass der den hält. Unglaublich. Und Neuer lässt wahrscheinlich direkt wieder einen rein. Das ist so typisch. Halbzeit. 1:0. Es gab die Zeiten, wo ich Bremen mit, ja, 5:0 oder sogar noch mehr weggeklatscht habe. 1:0 zur Halbzeit. Kann zwar immer noch ein 5:0 werden, aber es ist echt. Also man sieht ja hier, also es sind nicht so viele Chancen im letzten Spiel, keinesfalls. Aber ja, dafür sind es halt bessere Chancen, die echt eigentlich sitzen müssen. Komm! Komm! Mann, ich probier's doch! Ich probiere alles. Wir brauchen hier noch ein Tor, weil es ist ein Tor, kein Tor und ich weiß nicht, was los ist. Also, wir haben Pech, ich bin nicht so gut und bla bla bla. Aber wir brauchen unbedingt, wie gesagt, ein Tor, ein Tor, kein Tor, ihr wisst das. Ihr kennt das von Jan, von mir, von was auch immer. Komm, 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 komm. Jawohl. Jetzt hat's geklingelt. Genauso, hey, das ist doch genauso wie im letzten Spiel, oder? Also Leute, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, das zweite Spiel unbedingt mal reinschreiben. Ich glaube, das ist genau dieselbe Zeit. 28. und 68. haben wir die Tore da gemacht. Das waren, glaube ich, beides Eckballtore. Lol. Zufall? Ich glaube nicht. Oh Gott. 2:0, immerhin die Führung ausgebaut. Auch wenn es immer noch kein krasses Ergebnis ist. Jo. Wie schon mal angekündigt. Wenn ein Ball auf unser Tor kommt, hält Neuer nichts. Echt. Ultra enttäuschend, der Typ. Bremen bisher mausetot.
Ein Ball, den sie nach vorne hauen. Ein Schuss. Und der ist drin. Wieder die typischen Wechsel. Robben und James kommen für die Außenbahn und Gabriel Jesus im Sturm. Ah, Neuer. Mal gehalten hier. 10 Minuten noch. Bremen probiert es natürlich. Die riechen jetzt den Erfolg, das Unentschieden. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Ich stelle auch mal wieder auf ausgeglichen. Dass wir nicht nur eins kassieren, sondern eher noch eins machen. Jawohl. Aber das musste sein, Leute. So kennt man mich. Gelbe Karte, richtig umgebolzt von Martinez. Kennt er nix. Max Kruse, also wir dürfen hier auf keinen Fall einen Unentschieden kassieren. Da auf keinen Fall noch einen Treffer. Denn das wäre gegen Bremen echt scheiße. Ich meine, das kann immer mal passieren, aber das wäre ultra ärgerlich und nervig. Und daher haue ich sie jetzt um, wenn sie mir gefährlich kommen. Da kenne ich nix. So, das war's. Wieder ein 2:1. Genauso im letzten Spiel. Und wie gesagt, unsere beiden Tore waren, glaube ich, zum exakt gleichen Zeitpunkt. Die Bayern-Spieler freuen sich ultra. Heißt das etwa, wir haben die Meisterschaft? Ich weiß es nicht. Wir werden uns das gleich angucken, werden die Punkte gleich mal ausrechnen. Das könnte theoretisch tatsächlich sogar sein. Erstmal die Ergebnisse: Dortmund-Augsburg 4:1, Köln gegen Hannover 1:1, Bremen gegen Bayern 1:2, Wolfsburg gegen Hertha 3:0, Mainz gegen Freiburg 2:2, Stuttgart gegen Frankfurt 4:0, Hoffenheim gegen Leverkusen 0:4, Hamburg gegen Schalke 4:0. Was? Schalke hat mit 4:0 verloren. Wahrscheinlich sind wir deswegen Meister, das kann sein. Ich, wie gesagt, rechne es gleich durch und Leipzig gegen Gladbach auch 0:1 verloren. Krass. Nee, also Meister sind wir, denke ich, nicht, weil nach meiner Annahme sind es hier 16 Punkte auf Schalke. Ja, wir haben noch 7 Spiele, also 7 mal 3, 21. Also sie könnten uns noch überholen, wenn wir die ganze Zeit verlieren. Aber echt krass, dass Schalke gegen Hamburg mit 4:0 verloren. 4:0 vor allem, wenn es jetzt so 1:0, dann denke ich so, okay, krass. Aber, ne, aber 4:0, guck mal, die sind 17. Die waren sogar 18. Die sind jetzt 1 nach oben gerutscht dadurch. Und Gladbach hat auch gegen Leipzig gewonnen. Das ist jetzt zwar nicht so spektakulär wie das andere, aber dadurch schiebt sich Gladbach vor und Leipzig kriegt nicht 3 Punkte, sonst wären sie jetzt punktgleich mit Schalke. Also Schalke hat immer noch Vorsprung, 3 Punkte Vorsprung wie auch zuvor auf Platz 3, bloß ist jetzt Gladbach Platz 3 und nicht mehr Leipzig. Holy shit, das ist crazy. Unser nächstes Spiel ist jetzt gegen Hannover 96, die sind auf 15. Und ja, wir gucken mal, wir starten einfach rein, let's go. So Leute, es gilt wieder ans Durchrotieren. Ich habe hier schon mal ein bisschen durchrotiert. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Denn wir müssen auch beachten, wir spielen in der nächsten Folge, im nächsten Spiel gegen FC Porto in der Champions League. Da haben wir ja in der letzten Folge haben wir da einen Unentschieden rausgeholt, auswärts, aber das ist halt trotzdem nicht die beste Ausgangslage. Also ich bin gespannt. Und wenn wir jetzt gewinnen und Schalke jetzt verliert, dann sind wir safe auf jeden Fall als Platz 1, also als Meister hier anzuerkennen, ja. Ihr wisst Bescheid, wir sind auf jeden Fall Meister, wenn wir jetzt gewinnen und Schalke wieder verlieren sollte. Falls nicht, falls Schalke eben irgendwie ein Unentschieden oder so spielt, dann steht es noch nicht hundertprozentig fest, aber wir haben schon echt guten Vorsprung. Also sobald wir 2 Spiele hintereinander gewinnen sollten, haben wir es auf jeden Fall, egal was Schalke macht. Wir haben auch jetzt Ulreich im Tor übrigens. Bin mal gespannt, wie sieht der hier eigentlich im PES aus? Wahrscheinlich nicht gut. Weil das ist ja reingemoddet alles. Aber, wie gesagt, jetzt sehen wir ihn. Boah, wobei, geht. So, wie gesagt, also wenn wir 2 Spiele gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall Meister. Egal, was Schalke macht. Von daher, lasst uns dieses Spiel hier schon mal gewinnen. Und wie gesagt, falls Schalke sogar verlieren sollte, wären wir hier direkt schon Meister. Mega nice. Ja. Torwartpatzer, Ribéry macht ihn. 5. Minute. Endlich mal ein frühes Tor. In den letzten paar Spielen hat das ja nie geklappt. Ja, hier einmal ein bisschen gewartet, dass Kimmich kommt. Der schlägt die Flanke. Kimmich kann ja echt gute Flanken schlagen. Torwart hat einen Patzer gehabt und Ribéry steht da und kann den Ball ins Tor einschieben. Mega nice. 1:0 so früh, das ist nice. Oh, gut gehalten.
Torwart hat ja bisher einen Patzer gemacht. Schon ein, zwei kleine Patzer auch, die ich nicht eingeschnitten habe. Die auch nicht viel gebracht haben. Aber er ist relativ unsicher eigentlich, muss ich sagen. Ah, schade. Also bisher ein schwaches Spiel. Hier brauche ich mich auch gar nicht beschweren, wie in anderen Spielen immer, dass ich den Ball nicht reinmache, weil bisher hatten wir gefühlt echt zwei Chancen oder drei. Davon war ja schon eine drin. Also da kann ich mich eher wundern, dass ich die überhaupt reingemacht habe. Dass da ein bisschen Glück dabei war und dass die rein ist. Ist gar nicht so schlimm gewesen. Sonst wäre es hier ewig noch 0-0 gestanden. Jetzt vielleicht aber mal die Möglichkeit. Jawohl. 2-0 zur Halbzeit. Direkt vor der Halbzeit nochmal eine Chance gehabt. Und Arturo Vidal macht sie. Nice one. Der Torwart ist nicht ganz so gut wie die anderen Keeper immer. Also er hält schon ein paar Sachen. Aber wie gesagt, in dem Spiel haben wir gar nicht so viele Schüsse gehabt. Eher mehr Ballbesitz, wie man hier sieht. Eher ein bisschen hin und her gespielt, weil ich einfach nicht durchkomme. Aber 2-0 ist schon mal gar nicht so übel. Das soll bitte weitergehen. Nicht wieder ein 2-1 werden. Oh. Ich sag's ja, der Torwart, der ist nicht so auf Zack. Also den anderen hätten den jetzt schon wieder sicher in der Hand gehabt. Aber er hier hat ein bisschen gepennt. Ich wollte aber nicht zu lange warten. Ich habe einfach abgezogen. Man hätte ihn lieber annehmen sollen. Aber dann stehen die anderen schon wieder direkt neben dir und nehmen dir den Ball weg. Jawohl! 3-0, James Rodriguez. Ja! 2-1 wird schon mal nicht. Es soll weitergehen. Ich will mal hier einen krasseren Sieg einfahren, sagen wir es mal so. Coole Flanke, so. Der Ball ist ja noch am Hüpfen gewesen, am Tatzen hier gewesen. Cool, dass er die da so aus der Luft genommen hat. Und zack, James Rodriguez mit dem Kopf. Nice. Nice, nice. Das freut mich. 3-0, mega nice. Ja, wie gesagt. Wir hatten jetzt, ich nehme ja immer ein paar Folgen hintereinander auf, also ich habe jetzt alle Spiele hintereinander bisher aufgenommen, alle vier, das ist jetzt das vierte, und wir haben jetzt ein 3-3 gespielt und zweimal 2-1, also wäre es hier ganz cool, wenn wir mal nicht 2-1 oder so spielen, sondern ein besseres Ergebnis. Das war jetzt knapp, das hätte das 4-0 sein können. Ja, aber wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen entspannter, nicht so viel Stress drin, mehr Ballbesitz, mehr Chillomillo, sag ich mal. Und ja, mehr Tore sogar tatsächlich auch. Ah, oh, schöner Kopfball mit Wucht von Kingsley Coman. Wir wechseln jetzt auch mal mit Absicht nicht, da wir nächstes Spiel Champions League haben. Und da würde ich die meisten, die jetzt hier spielen, ausschonen lassen. Ausruhen lassen, meine ich. Ja. Und die anderen schone ich jetzt einfach mal. Die bleiben weiterhin auf der Bank. Komm, Vidal aufs Zweite. Auch nicht. Ecke. Schade. 3-0 ist zwar schön, aber ein 4-0 wäre noch schöner. Gabriel Jesus mit dem Versuch hier. Ribéry mit der Flanke. Und dann zweimal Vidal. Zweimal nicht geklappt. Schade. Jawohl, jetzt aber Gabriel Jesus, der eigentlich überhaupt nicht kopfballstark ist, schafft es jetzt, das 4-0 zu machen. In der 89. Spielminute, das Spiel ist ab jetzt sowas für uns entschieden. Und yes, Alter Leute, yes, endlich können wir mal ein bisschen höher gewinnen. 4 Tore in einem Spiel und alle für uns, für die Bayern. Schöne Flanke und echt cooler Kopfball, obwohl er ein bisschen kleiner ist und schlecht an die Kopfbälle rankommt, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ja, aber diesmal hat es wie gesagt gereicht und das ist mega, mega nice. Yo, wenn man liest, selbst der HSV gewinnt mit 4-0, dann animiert das wahrscheinlich auch unsere Mannschaft mit 4-0 zu gewinnen. Es hat funktioniert, wir haben mit 4-0 gewonnen, wir haben echt
gutes Spiel abgeliefert, ein bisschen mehr auf Ballbesitz, wie gesagt, auch von beiden Mannschaften jetzt her, meine ich. Ganz entspanntes Spiel und tatsächlich, wie gesagt, auch mehr Tore hier dabei. Ist crazy. Genauso viele Schüsse, wie wir jetzt hatten, hatten wir beim letzten Spiel in der ersten Halbzeit. Ja, läuft. 4:0 haben wir gegen Hannover gewinnen können. Hertha gegen Köln 2:0. Freiburg gegen Bremen 1:4. Oh krass, Bremen mit 4 Toren. Hier auch mit 4:1 gewonnen. Frankfurt gegen Wolfsburg 3:1. Leverkusen gegen Mainz 2:2. Schalke gegen Stuttgart 1:1. Gladbach gegen Hoffenheim 4:0. Augsburg gegen Hamburg 1:1. Und Leipzig gegen Dortmund 0:1. Also, Gladbach hat wieder Punkte bekommen. Leipzig hat verloren. Also, Gladbach jetzt auf jeden Fall über Leipzig. Schalke wieder mit dem Unentschieden. Jetzt wird's kritisch, denn wir sind jetzt 18 Punkte auseinander und wir haben noch 6 Spiele zu spielen. 6 mal 3 sind 18. Also Schalke müsste alle Spiele gewinnen und wir müssten alle Spiele verlieren, damit eben Schalke uns noch überholen können. Also ja, überholen kann und Meister werden kann. Dafür müssen sie aber auch die Tordifferenz nochmal richtig pushen. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier die Meisterschale noch verlieren. Also, wir sind, gehe ich mal davon aus, schon ab dieser heutigen Folge Meister. So, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall meine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei, wenn es wieder heißt Champions League gegen FC Porto. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.